Direct action. Direct action. Direct action. Erfahrungen, Fragen und Zweifel, Tipps und Tricks. Eine Filmreihe aus der Projektwerkstatt. Nö, eigentlich nicht. Wir klären nicht seit 2 Stunden, dass Alt Action das Beste ist. Was soll die Frage? Lobbyismus so in Verwaltungsstrukturen. Habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht. Wir haben mal versucht, eine Ausgestaltung der Straße irgendwie nicht so benachteiligend für die Nahmobilität, also für Fußgehende und Radfahrende zu gestalten. Das war nicht von Erfolg gekrönt und jetzt, wo es fertig gebaut wird, klagen wir hinterher dagegen. Und das dauert jetzt auch Jahre. Also ja, manchmal ist es sehr mühsam, sich zu engagieren. Als ich versucht habe, Lobbyarbeit zu machen und so PolitikerInnen anzuschreiben, um das Polizeigesetz ein bisschen weniger schlimm zu machen, hatte das gefühlt so gar keinen Effekt. Ich verspreche mir, also, das ist so ein Beispiel dafür, dass Lobbyarbeit halt irgendwie auch einfach nicht funktioniert aus so einer Position, wo es halt keine Drohung im Hintergrund gibt und irgendwie es halt nichts Wichtiges gibt, wo irgendwer drauf hören muss. Also insofern finde ich Lobbyarbeit auch ein bisschen unsinnig. Nein, ich betreibe, glaube ich, keine Lobbyarbeit und ich mache auch keine reine Appellpolitik. Ich rede auch mit Politikerinnen über meine Forderungen, aber ich weiß auch, dass ich für das vor dem Hintergrund starker direkter Aktionen machen muss. Gerade in lokalen Auseinandersetzungen habe ich oft das Gefühl, die Leute, die da entscheiden, wissen weniger als ich. Das ist frustrierend, aber manchmal habe ich auch die Hoffnung, dass wenn ich es ihnen dann erzähle, dass sich dann auch Veränderungen möglich macht. Ich mache keine Lobbyarbeit und keine Petitionen, weil ich das Gefühl habe, dass halt so durch Petitionen Energie halt auch aus Bewegungen abgezogen wird und halt da wenig mit erreicht werden kann. Und ich mache keine Lobbyarbeit, weil ich ja gerade Strukturen aufbauen möchte, die Entscheidungsfindung wieder dezentralisieren und wo Entscheidungsfindung wieder bei den Betroffenen liegt und nicht nur bei wenigen PolitikerInnen. Ich finde die Art von politischer Arbeit für mich nicht passend und irgendwie, ja, finde ich es meistens irgendwie deprimierend. Das ist nicht wirklich mein Stil. Ich begebe mich ungern in eine Bittstellerrolle. Vielleicht macht das an manchen Punkten strategisch Sinn, das mal zu tun, aber es ist keine Position, in der ich mich wohlfühle und was ich gerne mache und auch keine, womit ich mir Illusionen mache, irgendwas zu erreichen. Reine Appelle sind mir in der Regel einfach zu langweilig. Außerdem ist das ja immer ein Bitten und Betteln, dass andere doch bitte was verändern sollen. Und das mache ich lieber selber. Damit finde ich, da ist man auch auf der sicheren Seite, wenn man das direkt selber macht. So ein Appell, da viel Arbeit reinzustecken und da kommt am Ende nichts bei rum, das ist dann ein bisschen traurig. Bei Direct Action ist man selber schon für die Veränderung mitverantwortlich und die passiert dann halt auch direkt. Wenn die Petition einen Zweck hat, einfach, dass die Menschen durch die Unterschrift sich überhaupt das Thema beschäftigen, warum nicht? Wenn aber zum Beispiel eine Petition als Gegenmacht benutzt werden kann, Beispiel Petitionen, die eine bestimmte Anzahl an Unterschriften erreichen sollen, damit sie Thema sind im Bundestag, nehmen wir mal, oder im Landtag, oder damit irgendein Ausschuss gebildet wird, damit das Thema mehr Öffentlichkeit gibt, damit es eine politische Diskussion darüber gibt, das kann schon einen Nutzen haben. Aber allein daran zu glauben, dass man die Welt verändern wird, weil man seinen Unterschrift geleistet hat, ich habe auch ein bisschen die Befürchtung, dass die Leute denken, ja, ich bin politisch engagiert, ich habe da unterschrieben. Ja, ist mir aber ein bisschen zu wenig.
Neulich hat mir eine Bekannte eine Petition geschickt und dann habe ich sie auch unterschrieben, so ein bisschen so ihr zuliebe. Da geht es hier um Wolfsburg. Und dann kommt danach so, unterschreibe jetzt 10 empfohlene Petitionen, um irgendwas zu verändern. Und darunter dann so ein Bild von, was nicht, um Wandel herbeizuführen oder um Veränderung zu bewirken, steht da genau. Unterschreibe jetzt 10 empfohlene Petitionen, um Veränderung zu bewirken. Und dann darunter so ein Bild von Olaf Scholz, wie er so guckt, so. So mein Gesicht, wenn jemand sagt, mit Petitionen kann ich die Welt verändern. Appelle werden nur im herrschenden System funktionieren. Das heißt, sie würden immer Reformen bedeuten und keinen Umsturz oder keine tatsächliche Änderung der Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnisse, die dafür sorgen, dass Menschen abgeschoben werden, an den Grenzen verhungern oder zu Tode geprügelt werden oder dass Wälder abgeholzt werden für neue Megaprojekte. Und dementsprechend würde es nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein, wenn dieses eine kleine Projekt jetzt nicht durchgeführt wird. Im lokalen Kontext gehe ich auch mal in die Stadtratssitzung und hau da auf den Tisch. Aber Petitionen unterschreiben tue ich nicht und werde das auch nicht unterstützen. Reine Appelle mag ich nicht so, weil das heißt, Forderungen an Regierungen zu stellen, die ich grundsätzlich in Frage stelle. Deswegen finde ich das so ein bisschen widersprüchlich. Legal, illegal, scheißegal, heißt die Parole und die finde ich richtig. Andere Leute würden jetzt sagen, legal, illegal, scheißegal. Das spielt für mich keine Rolle, weil ich eine tiefe Überzeugung habe, dass Legalität von einem System konstruiert wird, was ich grundsätzlich ablehne. Legalität spielt für mich keine große Rolle. Manchmal im Sinne auch Aktionsvorbereitung, weil es ein bisschen unterschiedlich ist, wie ich mich dann vorbereite, aber nicht, ob ich eine Aktion durchführe oder nicht. Die Frage der Legalität muss mitgedacht werden, damit wir die Repression sogar nutzen können, uns aber auf keinen Fall von der überraschen lassen. Aber ein Qualitätsmerkmal für unsere Aktion ist es nicht. Das spielt in dem Sinne eine Rolle, dass man sich mit den Konsequenzen quasi illegaler Aktionen auseinandersetzen muss, indem man sich idealerweise schon vorher mit der Repression, von der man betroffen sein kann, auseinandersetzt. Aber es ist nur eine taktische Frage, keine ideelle. Legalität oder Illegalität spielt insofern eine Rolle, dass wir natürlich vor Aktionen uns überlegen müssen, mit was für einem Repressionsrisiko wir rechnen müssen und uns dementsprechend auch auf die Repression vorbereiten können. Ich beurteile das eher insofern, als kann ich mit den Folgen gerade umgehen. Aber das ist eine persönliche Entscheidung, ob ich diese Sache mache und nicht, ob ich diese Aktion gut finde oder nicht. Und ob ich die Aktion gut finde oder nicht, dafür spielen für mich die Gesetze keine Rolle. Legalität mitzudenken ist einfach schlau. Aber sie ist kein Qualitätsmerkmal einer Aktion. Eine Aktion ist nicht dadurch gut oder schlecht, dass sie legal oder illegal sind. Denn schließlich, diese Rahmen setzt ja der Gegner und nicht wir. Meiner Erfahrung nach lässt sich im Vorhinein gar nicht genau sagen, welche Aktionen Polizei und Justiz als legal oder illegal einschätzen. Die Grenzen sind da fließend. Manchmal mache ich so eine Sache, du weißt ja gar nicht, ob sie wirklich illegal ist. Also das erste Mal, dass ich in der Luft hinge über einen Atomtransport, wurde ich zwar wegen Nötigung angeklagt, aber danach freigesprochen, weil ich zu hoch war, weil ich nicht im Regellichtraum war. Ich wusste nicht mal im Voraus, ob die Aktion legal oder illegal war. Da hatte ich keinen Plan davon. Deswegen finde ich diese Teilung zwischen legal und illegal schwierig, weil so klar ist es nicht. Und deswegen richte ich nicht mein Handeln nach legal oder illegal. Illegalität ist kein Selbstzweck, das ist auch blöde. Sondern es kommt darauf an, dass eine Aktion eine Qualität hat und wir dann Repression auch aushalten können. Ich erreichte meine Handlungen nach dem, was ich für sinnvoll halte,
weil ja, Gesellschaft verändert sich viel schneller als ihre Gesetze und Sachen, die früher legal waren, sind es heute nicht mehr und umgekehrt. Gerade wenn man sich so historische Kämpfe anguckt, die meisten Kämpfe, die wir jetzt rückblickend für völlig legitim und gut halten, waren zur damaligen Zeit illegal. Also auch Aufstände gegen Kolonialismus, Aufstände gegen Sklaverei waren zu der Zeit, wo sie stattfanden, illegal. Ich finde, dass Aktionen, verschiedenste Aktionen so gemacht werden können, dass man danach gut vor Gericht damit arbeiten kann. Wir sollten uns von Repression und Strafverfahren nicht überraschen lassen, weil das hat einige Leute schon mürbe gemacht und aus der Bewegung rausgetrieben. Wenn wir das mit einplanen, können wir aber umgekehrt Repression sogar zu einer Spielwiese machen, zu einer neuen Bühne, zu einer Fortführung der Aktion. Ob Aktionen legal sind oder illegal, oft ist diese Grenze, auch wenn wir da viele Gesetze dazu haben, ja gar nicht so einfach definiert, und das sehen wir immer wieder vor Gericht, dass viele Aktionen natürlich auch nicht verurteilt werden können, weil wir nachweisen können, dass der Vorwurf, dass wir strafbare Sachen gemacht haben, auch nicht haltbar ist. Für mich war es super spannend zu lernen, dass auch Polizei, Staat und Justiz sich nur im Groben an der Frage der Legalität orientieren, sondern dass da andere Fragen der Kontrolle reinspielen. Deswegen ist auch für mich wichtig, sich zu informieren, wie ist die Rechtslage, aber sich davon nicht zu sehr einschränken zu lassen. Angesichts der Klimakrise finde ich zum Beispiel ganz völlig legitim, jedenfalls sich von Autobahnbrücken abzuseilen, um gegen Klimakrise zu kämpfen. Oder Kohlekraftwerke besetzen und das finde ich angesichts der Klimakrise. Es ist mir egal, ob es Haus Friedensbohr ist oder nicht. Ich finde die Aktion richtig. Gesetze sind halt was vollkommen Willkürliches und was ich sowieso nicht meinen Willen ausdrückt, sondern den von irgendwelchen Herrschenden, und dass mir eigentlich ein bisschen egal sein soll, was da drin steht. Ich will zumindest, dass mir das egal ist. Manchmal klappt das nicht immer, manchmal bin ich dann doch vorsichtig, weil es gerade zu viel ist an Strafverfahren. Aber eigentlich will ich nicht, dass Legalität für meine Aktionsplanung eine Rolle spielt. Also für mich spielt Legalität keine Rolle, weil durch Gesetze auch einfach so viele Sachen gerechtfertigt werden, die ich scheiße finde. Also es ist legal, einen Menschen im Mittelmeer ertrinken zu lassen, aber es ist illegal, ihn zu retten. Es ist legal, wenn Menschen andere aus ihrer Wohnung schmeißen, aber es ist dann wiederum illegal, irgendwo auf der Straße zu schlafen an einem bestimmten Plätzen. Und da denke ich halt, dass Gesetze halt vor allem dazu da sind, die Macht der Herrschenden zu erhalten und das jetzige System zu erhalten. Ich denke, die sind durchaus gut verbindbar, und es macht auch oft Sinn, das zu tun, weil eben die legalen Aktionsformen viel niedrigschwelliger zugänglich sind für verschiedenste Personen als illegale Aktionen. Ich würde sagen, das ist eine taktische Beurteilung. Also da sollte man nicht dogmatisch sein, nur legale Aktionen sind irgendwie gut oder nur illegale sind besonders cool und richtig. Da macht es auch einfach die Mischung. Legaler Rahmen kann natürlich irgendwie die Vermittlungsarbeit übernehmen für illegale Aktionen, die vielleicht dann nicht die Möglichkeit haben, aufzutreten und viel über ihre Situation zu erklären. Dafür können Illegale in vielen Momenten die besseren Sabotageakte sein oder Störungen verursachen, die am Ende die Aktion effizient machen. Ich glaube, dass wir insgesamt mehr Menschen erreichen, wenn unsere Aktionen sehr vielfältig sind und alle ihr Level finden können, bei dem sie einsteigen. Ich glaube, behindern tut sich das vor allen Dingen, wenn sich Leute gegenseitig voneinander distanzieren. Also irgendwelche BürgerInnen-Initiativen eine Pressemitteilung schreiben, dass sie das jetzt aber vollkommen nicht in Ordnung finden, dass jetzt Farbe auf dem Auto von dem Investor gelandet ist. Dann ist das immer was mich sehr ärgert. Und
Andersrum ich aber auch sehr schade finde, wenn so militantere Gruppen keinen Respekt haben für so kontinuierliche Informationsarbeit von BürgerInneninitiativen. Illegale Aktionen können Strafverfahren nach sich ziehen, können die Polizei auf den Plan rufen. Und das kann andere Aktionen stören, wenn es nicht gut miteinander abgestimmt ist. Aber tatsächlich ist es eine Frage der Kooperation und der Kommunikation. Ich glaube, dass ich legale und illegale Aktionen sehr gut verbinden lassen. Als Beispiel wäre es dann, dass eben die illegale Aktion vielleicht das ist, was die Aufmerksamkeit schafft, was den Erregungskorridor schafft und die legale Aktion dann der vermittelnde Part in dieser Aktion ist. Außerdem wird es ein Vorteil sein, wenn wir alle mit Repression umgehen können. Das heißt, nicht aus Angst vor Strafverfahren nur legale Sachen machen, sondern die Frage immer so beantworten, dass wir sagen, was ist für unsere Aktion gut? Ich finde, das lässt sich gut verbinden. Ein klassisches Beispiel sind so Demonstrationen in Verbindung mit irgendwie direkten Aktionen, dass halt irgendwo eine Demo angemeldet ist und aus der Demo oder neben der Demo irgendwie Sachen passieren, die den legalen Rahmen sprengen. Meiner Meinung nach lassen sie sich gut miteinander verbinden. Ich denke da zum Beispiel an die Autobahnabseilaktion, wo eine vermeintlich nicht legale Aktion sich verbunden hat mit einer angemeldeten Demonstration in der Stadt. Ein einfaches Beispiel, wo sich das gut gegenseitig ergänzt, ist die Soli-Demo vor dem besetzten Haus. Die Hausbesetzung als spektakuläre politische Aktion schafft noch mal mehr Aufmerksamkeit und mehr Erregung auf das Thema zu lenken, zum Beispiel Verdrängung von Menschen aus Innenstädten und teurere Mieten. Und die Soli-Demo als legale und leicht zugängliche Aktion kann eben als Anlaufplattform für Menschen benutzt werden, die sich für die Themen interessieren, sich irgendwie mit einmischen wollen, aber aus irgendwelchen Gründen nicht in das besetzte Haus rein wollen, aus Angst vor Repression, vor Stress. Selbstverständlich kann zum Beispiel eine Enquete-Aktion in der Schiene geben, gegen einen Kohltransport, nehmen wir mal an, und in der Nähe, in Sichtweite, eine angemeldete Mahnware, die das unterstützt, geben. Da haben wir formal eine illegale und eine legale Sache zusammen. Und das finde ich, das ärgern sie super.